Der russische Staatshaushalt erzielt trotz Sanktionen deutliches Plus. Es ist nicht nur eine These, sondern eine Feststellung. Ich wünschte mir, diese Nachricht käme von einer russischen Propagandaseite, doch die Quelle ist der Deutschlandfunk. Russland hat nach offiziellen Angaben im ersten Halbjahr trotz Krieg und Sanktionen einen Haushaltsüberschuss von mehr als 20 Milliarden Euro erzielt. Es ist eine bittere Wahrheit, die wehtut, aber die auch viele Sanktionsgegner früh vorausgesagt haben. Hintergrund ist der gestiegene Ölpreis, von dem Russland profitiert. Die westlichen Sanktionen haben bislang vor allem den Import westlicher Waren nach Russland erschwert. Es gibt Ökonomen, die sagen, dass die Sanktionen einfach länger Zeit brauchen. Sie brauchen noch etwas, um die Wirkung zu erzielen. Aber wie lange soll Deutschland das noch durchhalten, während Länder wie beispielsweise China oder auch Indien fröhlich weiter Geschäfte mit Russland machen? Ist es möglich, dass wir mit den Sanktionen vor allem uns selbst schwächen?